Wir sind eine internationale Meeresorganisation, die sich ersetzt, eigentlich für Gesetze auf Meer zu bringen. Wir halten uns und Schacht von den Vereinten Nationen für Natur. Wir haben verschiedene Kampagnen, die wir machen. Das heißt, für den Mopokuts abzuzählen, wir sind in der Arktis, wo wir uns ersetzen, wo Japaner an die USA gehen, wo sie bis zu 1000 Wellen rausholen, und das in einem Waldschutzgebiet. Das heißt, die dürfen gar nicht da sein, die gehen noch letztes Jahr auf den internationalen Gerichtshof geholt, und zwar von Australien aus. Aber die machen anscheinend einfach weiter. Das heißt, da sind wir immer diese Schiffe zur Platz und wir greifen noch ganz konkret an. Japaner, die sind hineingegangen unter dem Deckmantel von der wissenschaftlichen Forschung. Das heißt, wir freuen uns natürlich, wie wir brauchen 1000 Wellen für eine wissenschaftliche Forschung zu treiben. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wir haben auch Bilder, wir haben dokumentiert, wir haben die Wellen auf dem Frachtschiff gezogen, also sind sie aufgeschlossen. Das heißt, das geht einfach, das fliegt, das wird geholfen zu essen. Im Nationalen Gerichtshof geht es den Mann für schuldig geschwärzt, also der von dem Bild hinein. Japan hat gesagt, sie gingen sich unter dort hinhalten. Knapp 3 Minuten später, wie sie gesagt, 2015 gingen sie aber schon rund die Wiener. Vielleicht hat er das Bild gesehen von die Rote Bucht. Das ist ein von den Bildern, was Sea Shepherd gebracht hat. Das ist Taiji. Da gehen alle Jahre 2000 Delfine an Bucht getrieben. Die gehen da rausgeholt, für die Puste rauszusichern, für ein Delfinarium. Wir wegen die rausgeholt. Für dich gehen wir mit dem Boot wirklich an die Bucht herangetrieben. Und weil dem uns das Bild so einen Abruf gemäht hat, Leute, die waren dabei so schockiert, wo sie das gesehen haben, wie sie in einer Manier von für Delfine dort zu machen, das ist, die schneiden ihnen nicht einfach nur just den Hals durch und Blut lebt daraus mini. Sie haben also Stangen und sie stechen ihnen die wirklich Hand am Genick. Du machst den Delfin nicht tot, den hast du echt gelähmt. Ein Delfin, also ganz sozial, der, das wissen wir alle gut, die verlassen auch die Schule nicht, sobald ich von der Familie da mal dran ist. Also, sie treiben sie an die Bucht, sie bringen sie so oder auch nicht, auf Langweil. Und dann, die nehmen sie, sie tun Delfine raus für ein Delfinarien, das sie mischen die zu Mammen. Die anderen gehen alle gut mit dem Puppe, sind das ganze Geld, die gehen da mit mir. Wenn ich da bin, dann können wir schon als Kaufguardians funktionieren. Das heißt, wir gehen da hin, und wir berichten die Leute nach außen, wie unnütz und wie unsinnig, dass das tot machen und das Aufhängen von den Delfinen ist. Wir wollen uns bei allen guten unseren Aktionen, bei unseren Operationen, halten wir 100% schon Gesetze. Ich meine, wir wollen Gesetze auf mir bringen, da kann es nicht sein, dass Sea Shepherd durch gegen Gesetze geht. Und das machen wir auch. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, das ist, dass wir die Leute bei uns sehen, wie grausam wir sind. Wir haben eine kleine Aktion auch heute zu Lützburg. Das heißt, ihr könnt das auch machen. Ihr könnt wirklich auch ein Foto rausschicken, wenn man nämlich eine Banderole und die weist, solange wie es heute geht, mit den Fotos, wo die Leute sich einzeln dafür ausschwätzen, dass das wirklich muss gestoppt gehen muss. Als Hauptkampagne des Jahr, der Greenstop 2014. Wir sind vertreten hier sowohl auf Land wie auch auf den Booten. Wir haben Columbus hier, wir haben vier Speedboote hier. Die Leute, die anderen Leute, die sind dann verteilt auf den Inseln, an den Häusern. Die gehen auf die Boote gucken, ob da irgendetwas sich bewegt. Und da setzen wir uns dann an. Das heißt, da kriegt von der Landcrew, kriegt Bootscrew Bescheid gesagt, die einzige Möglichkeit, für so grün zu stoppen, den ist effektiv mit den Booten so weit wie möglich an mir, hier Boote zu splitten, an einfach den Grinden den Raum zu gehen, für freizukommen. Mittlerweile ist der Grind allerdings zu einer absoluten Tradition gehen. Das heißt, keiner kriegt Schule frei. Und die Leute, die kriegen sogar frei von der Schaff.
just für hier, ob die Grindwellen anzustechen und die aufzumachen. Wie gesagt, die gehen keinen kommerziellen Zweck mehr. Aber die Grindwellen, die gemischen Deals, wollen sie nicht alle gut können. Gies gehen 1500 von den Reschen 1500 pro Jahr. Das ist eine Bevölkerung von 50.000. Verschiedene nach zweimal am Jahr gingen so Grindwell essen oder Grindwell Fleisch essen viel mehr. Da brechen sie da gerade 36. Das ist der ganze Rest, die geht dann um den Zust an mir. Das ist ein unnütz Todmachen an Raushöhlen aus dem Meer und das muss definitiv gestoppt gehen. Also persönlich muss ich sagen, ich fand die Insel wirklich ganz schön. Die sind gering, 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 die haben hier kleine Bächelchen, die durch die Birge laufen. Es teilt sich das immens kalt, aber es teilt sich, da gesagt, den einen Teil vom Birge am Schild, den anderen an der Sonne. Das sind Impressionen, das wirklich ganz, ganz flott zu haben. Mehr hat Volontären haben Bedingungen, die sind nicht so evident. Das muss ich wirklich mitmachen, das muss ich Willen mitmachen, das muss ich sich wirklich Willen ersetzen. So haben wir zum Beispiel zu fünf Leuten einen Campingcar geschlafen, wo wir andauernd gerannt haben. Das ist als Sachen, da stehen wir am Boden, dann haben wir uns auf Bett müssen, wenn wir darüber ab waren. Wir haben Netzwerke gehalten. Netzwerke, die waren wirklich wichtig. Ich meine, die Schiffe, alles geht gespannt für Leute und das muss überwacht gehen. Das sind viel zu viele Suchen und wir können die nicht einfach so den Verwohner, die aber nicht so leicht waren, mit uns überlassen. Das heißt, wir hatten viele Diskussionen. Wir dürfen Heinz du gerne gesehen, Heinz du aber auch nicht. Ich muss so mehr als Bootsbewohner nicht so mitkriegt wie die Leute im Land. Die Leute im Land die wären noch viel mehr sehr angreifbar, weil sie permanent auf einem Platz wären, während sie mehr und drin gefühlt sind. Wir gucken natürlich, wie aus dem Ganzen anderen Enkel Leute so zu informieren, dass das dort noch nichts ist und dass sie mehr. Weil ich bin der Meinung, wir können just politisch etwas machen, wir können just mit Gesetz etwas machen. Und ich wäre froh, ich wäre hoffrisch, ich wäre mehr wie hoffrisch, weil Lützebüsch ging hingehen, Lützebüsch als Klangland etwas ganz Großes ging machen, an hingehen, an Dänemark. Die Hujo, die drohe Protektorat von den Färöerinseln, das heißt Dänemark, die sind zuständig sowohl für die Justiz, sowohl für Militär, sowohl für die Polizei. Dass in Dänemark ging, 400 europäische Gerichtshof füllen und denen suchen, dass das nicht geht. Denen suchen, dass sie müssen Abfluss füllen auf Färöerinseln. Färöerinseln, die sind nicht vielleicht nicht an der EU. Das ist eine von den größten Ursachen, für was sie das verweigert tun. Sie wollen, dass kein Mensch an ihr Fischereigesetze irgendetwas rausschwärzt. Aber, wie gesagt, ich wäre ganz, ganz froh, wenn noch mehr Leute gingen hingehen, sich das da angucken. Und es kann ihn nicht ernst, wenn ihn ein bisschen Würde an sich hat und ein bisschen ein menschliches Gefühl an sich hat. Gesagt ihn, das tut ihn, das ist eine blutrünstige Sache und die gehört einfach gestoppt, die gehört nicht mehr an 1000.